Camino del Arte. Der Weg braucht ein Ziel. Die Menschen verbinden höchst unterschiedliche Erwartungen mit dem Jakobsweg. Aus einer Feierlaune heraus beschlossen 8 Freunde, sich ebenfalls auf diesen berühmten Weg zu machen, der sich für sie über einige Jahre in einzelnen Etappen hinziehen sollte. Dabei gab es wunderbare Landschaften zu genießen im Wechsel mit sehr eintönigen Strecken. Es gab Aufs und Abs, Anstrengung und Entspannung, laute und sehr leise Begegnungen und vieles mehr. Über die gesamte Strecke wurden die Erlebnisse und das Sehenswerte in Form von Fotos und Texten festgehalten. Der Restaurator Klaus Hupp war Teil dieser Gruppe und in ihm reifte immer stärker der Wunsch, diese Impressionen vom Camino auch künstlerisch zu verarbeiten. Entstanden ist eine beeindruckende Sammlung von Bildern und Skulpturen, die nun in einer Ausstellung zu sehen sein werden. Als kleine Vorschau zeigen wir Ihnen einen Blick auf die Entstehung der ersten Werke. In Spanien sind diese Art von Stelen häufig als Wegweiser anzutreffen. Als Hintergrund habe ich die Navarra, den Kornspeicher Spaniens, dazu gemalt. Für mich war irgendwann klar, dass ich das Erlebte, die ganzen Eindrücke auf Leinwand bringen möchte. So entstehen gerade die ersten Gemälde in Öl, Acryl und Aquarelle. Auch einige Skulpturen werden zu sehen sein. . 2015, Französische Schweiz, Lausanne. Nachdem wir am Vortag einen Marathon von 43 Kilometern gewandert sind, lassen wir es heute ruhiger angehen und genießen das Flair am Genfer See. 2016, Chemin de Saint-Jacques, France. Das Obraktal, eines der landschaftlichen Highlights. Unzählige Spuren der Pilger begeistern uns mit Kreuzen und Steinskulpturen am Wegesrand. 2018, Frankreich, Soleil. Auf einem Plateau, das von 3 großen Holzstelen dominiert wird, legen wir eine Rast ein und erfreuen uns an der überwältigenden Aussicht. 2018, Pyrenäen. Eine liebliche Landschaft bei bestem Wetter prägte den Auftakt zu unserer Pyrenäen-Etappe, gefolgt von Regen und schlammigen Böden. Im dichten Nebel tauchten immer wieder Pferde und Schafherden auf. 2019, Spanien. Schon seit unseren Wanderungen in Frankreich erfreuen wir uns immer wieder an blühenden Ginsterbüschen, die mit ihrem leuchtenden Gelb einen wunderschönen Farbkontrast zum Himmelsblau bilden. 2019, Spanien. Obanos Puente La Reina. Eine Herausforderung waren die steilen Anstiege bei über 30 Grad im Schatten in der Navarra, dem Kornspeicher Spaniens. . Ich hoffe, wir konnten mit diesen Bildern schon mal die Vorfreude bei Ihnen wecken. Merken Sie sich auf jeden Fall schon mal den Termin vor. Am 24. Oktober 2020 um 18 Uhr starten wir mit einer öffentlichen Vernissage in Kooperation mit der Volkshochschule in Künzelsau. Danach sind die Bilder und Skulpturen ein Jahr lang in einer Schaufensterausstellung am Kirchplatz in Künzelsau gegenüber der evangelischen Kirche zu sehen. Alle 3 Monate tauschen wir die Ausstellungsstücke aus, damit alle zur Geltung kommen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.